Hola Chicas, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin so sprachlos. Wir sind über 10.000 Abonnenten. Das ist so, so krass und es bedeutet mir so, so viel. Und ich bin einfach nur, wow, ich bin sprachlos. Ich weiß noch am Anfang, wo ich angefangen habe mit YouTube und mir die ersten zwei gefolgt sind oder mich abonniert haben. Ich war einfach nur so, wow. Mich guckt jemand, wie cool. Und irgendwann hatte ich dann 100 Abonnenten. Und ich war damals genauso sprachlos wie heute, weil jeder einzelne von euch mir einfach so viel bedeutet. Und ich hätte einfach nie geglaubt, dass überhaupt irgendjemand mich schaut. Das ist wow. Und jetzt sind wir über 10.000 Abonnenten. Und ihr müsst euch das mal ja mal bildlich vorstellen. Das sind 10.000 Menschen. Das sind nicht Abonnenten. Das sind Menschen, die ihr da draußen meine Videos guckt und das ist einfach nur unglaublich und ich wollte mich einfach nur von ganzem Herzen bei euch bedanken für all eure Kommentare, die ich jeden Tag von euch bekomme. Also ihr gehört quasi schon zu meinem Leben. Ihr seid mein Alltag. Ich bekomme jeden Tag Kommentare und ich antworte drauf und man tauscht sich aus und die ganzen E-Mails, die ihr mir privat schreibt, es ist einfach nur wow und ich bin einfach so, so dankbar. Weil ihr einfach ein Teil von meinem Leben geworden seid. Und obwohl wir uns nicht kennen persönlich, habe ich das Gefühl, dass ich viele von euch persönlich kenne. Es ist irgendwie krass, weil viele von euch haben mich von Anfang an verfolgt. Ihr wart von Anfang an dabei, ihr habt meine Entwicklung gesehen und ihr schreibt mir immer wieder. Und es ist so, als ob ich euch schon persönlich kennen würde. Und ich finde es einfach so, so toll, was für liebe Kommentare ihr mir immer schreibt. Und es gibt mir so, so viel. Ich halte immer im Leben an kleine Dinge fest, die für andere vielleicht irrelevant sind. Für mich sind eben so kleine Dinge wichtig. Schöne, liebe Wörter, die von Menschen kommen, die einfach gute und positive Energie eben verbreiten. Und genau die nehme ich auch gerne an und verteile die natürlich an euch auch gerne zurück. Und ja, ich möchte auch gar nicht ja, so viel drumrum reden. Und ich möchte mich einfach nur bei euch bedanken für die schöne Zeit, für eure Kommentare, dass ihr mich so unterstützt. Und ja, vielen Dank. So, ich habe jemanden versprochen. Oder eine kleine Wette, sagen wir mal, dass wenn ich meine 10.000 Abonnenten habe, ich für euch singe. Und ich weiß, dass auch viele von euch da draußen sich das immer gewünscht haben. Ihr habt mich immer damit genervt. Nicht genervt natürlich, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr habt mir immer wieder geschrieben, Mayra, bitte, bitte sing doch mal für uns. Und wir würden so gern wissen, wie du singst. Und viele von euch wissen das nicht, viele vielleicht schon. Ich war 2006 bei Popstars gewesen, bin aber auch nicht weit gekommen. Also ich war nur bis zum Recall und ich hatte nämlich meinen Text vergessen und war eigentlich ganz schnell draußen. Und ich bin auch keiner, der sagt, oh mein Gott, ich singe wahnsinnig gut oder so. Im Gegenteil, also ich bin da eher zurückhaltend und war damals nur bei Popstars, weil meine Freundinnen mich da ein bisschen so gezwungen hatten dazu. Und es war aber auf jeden Fall eine wunderschöne Erfahrung. Ich habe super liebe Mädchen kennengelernt und es war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Und ja, jetzt ist es so, ich habe so lange überlegt, soll ich wirklich singen vor der Kamera vor 10.000 Menschen? Das ist so eine große Angriffsfläche. Und das Ding ist, ich halte halt vor mir auch nicht so viel. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich kann gut singen. Im Gegenteil, also ich denke nicht, dass ich gut singen kann. Deswegen hoffe ich nicht, dass ihr mich zerschneidet mit Kommentaren, sondern dass ihr lieb zu mir seid und ja, weil das macht nicht jeder, ja. Dafür braucht man sehr, sehr viel Mut. Und ja, ich werde jetzt für euch singen. Und ich verabschiede mich jetzt aber schon mal von euch und ihr fühlt euch bitte alle umarmt und ihr bedeutet mir so, so viel, jeder einzelne von euch. Und ich finde, das hört sich immer so, oh, so kitschig an und so geschwollen und aber es ist einfach nur die Wahrheit. Jeder einzelne von euch bedeutet mir sehr, sehr viel. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, greife ich zu meinem Handy und das Erste, was ich mache, ist eure Kommentare lesen, eure Kommentare beantworten. Und ja, ihr schenkt mir jeden Morgen ein Lächeln ins Gesicht. Und ich habe auch gemerkt, dass durch YouTube sich mein Leben generell sehr positiv verändert hat. Ich auch, ich habe mich auch entwickelt. Und wenn ihr meine Videos von vornherein gesehen habt, seht ihr auch eine Entwicklung. Und ich werde ja auch reifer. Und ja, danke, dass ihr mich auf meinem Weg begleitet.
Also, jetzt geht's los und ich werde jetzt für euch singen. Ich verabschiede mich jetzt einfach und wir sehen uns einfach bei meinem nächsten Video. Tschüss, meine Lieben. Thank you von Ashanti a cappella. Nur für euch. Ah. Just wanna say that I'm thankful for having you in my life. I wanna say thank you. I wanna say thank you for being in my life. I wanna say thank you, and I miss you, and I wish you were here with me. Say thank you, and I love you for being